Hallo und herzlich willkommen in Obertraun am Hallstätter See. Mein Name ist Peter Gradauer und ich unternehme heute eine Mountainbike-Tour rund um den Saarstein. Dabei werde ich euch den Tourenverlauf mit Fotos dokumentieren und am Ende des Videos verlinke ich euch auch noch die Gepäcksdaten der Tour sowie die gesamte Tourenübersicht auf Relief. Ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende des Videos dabei bleibt. Los geht's nach dem Intro. Ich starte die Mountainbike-Tour vom Strandbad in Obertraun und fahre über die Brücke vom Ortsteil Winkel, dann der Traun entlang. Weiter geht es über eine kleine Forststraße in Richtung Krippenstein zur Talstation, entlang des Bikeparks Obertraun. Talstation Krippenstein. Weiter geht es zu den Koppenwinkelsee. Der Koppenwinkelsee und das umliegende Gebiet steht seit 1978 unter Naturschutz. Umrandet vom grünen Auwald ist der See ein Platz zum Entspannen und Durchatmen. Jetzt geht es weiter zum Koppentalweg. Ein Weg mit vielen Gesichtern zwischen Obertraun und Bad Aussee in der Steiermark am Ostufer des Hallstätter Sees führt ein rund 12 Kilometer langer Wanderweg durch das enge, wildromantische Koppental. Die Hängebrücke über die wilde Koppentraun. Eine kleine Pause gehört auch dazu. Ein schöner Trail zur Pötschenhöhe. Auf dieser Forststraße kann man es auch einmal so richtig krachen lassen. Geschwindigkeiten bis 60 km sind normal.
Von hier aus kann man den schönen Hallstätter See schon sehen. Cooles Wetter, schönes Wetter, 18 Grad, einfach super zum Biken. Besonderes Highlight dieser Mountainbike-Tour ist diese Hängebrücke über den Hallstätter See. Dort ist auch die tiefste Stelle des Sees mit 125 Meter. Der Bahnhof in Hallstatt. Leider ist mein Akku leer. Jetzt trete ich mit Muskelkraft. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Somit versäumt ihr garantiert kein Video mehr von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ich freue mich auf das nächste Video mit euch.